Lauren Spira ist eine US-Amerikanerin, die in den Morgenstunden des 3. Juni 2011 nach einem Abend in Kilroy Sports Bar in Bloomington, Indiana, auf mysteriöse Weise verschwand. Lauren war eine damals 20-jährige Studentin an der Indiana University. Obwohl ihr Verschwinden landesweite Berichterstattungen in der Presse hervorrief, gilt Lauren Spira als tot und ihr Fall bleibt ungelöst. In den letzten 11 Jahren hat die Polizei von Bloomington mit dem FBI zusammengearbeitet, um Überwachungsmaterial zu überprüfen, Interviews mit Hunderten von Menschen zu führen und Landdurchsuchungen in einem Fall durchzuführen, der immer noch sehr aktiv ist, sagt die Polizei. Obwohl ihre Familie immer noch Hoffnung hat, befürchten viele jetzt, dass das Verschwinden von Lauren Spira nie aufgeklärt werden könnte. Lauren Spira wurde am 17. Januar 1991 als Tochter von Charlene und Robert Spira geboren. Ihr Vater war Buchhalter. Sie wuchs in Scarsdale, New York, einer wohlhabenden Stadt im unteren Westchester County, auf. Als Teenagerin war Lauren sehr offen und unabhängig. Sie spielte gerne Fußball und war Mitglied einer örtlichen Liga. Als sie jedoch Lacrosse entdeckte, ließ sie ihr Hobby Fußball zunehmend schleifen. Als schnelle Läuferin zeichnete sie sich in Lacrosse aus und wurde sogar eingeladen, in einem späteren Uniteam zu spielen. Leider wurde ihrer Lacrosse-Laufbahn rasch ein Ende gesetzt, als bei ihr eine seltene Herzerkrankung namens Long-QT-Syndrom diagnostiziert wurde. Die Diagnose hinderte sie daran, ihren Sport aktiv fortzusetzen, also zog sie sich aus dem Team zurück und suchte neue Interessen. Sie entwickelte daraufhin ein Interesse an Mode. Im Abschlussjahr der Highschool beschloss sie, ihr Interesse auf eine neue Ebene zu heben. Jeden Samstag stieg sie in einen Zug nach New York City, um am Fashion Institute of Technology einen Kurs für Teenager zu besuchen. Nach ihrem Abschluss an der Edgemont High School im Jahr 2009 entschied sie sich für den Studiengang Textilhandel an der Indiana University. Der Hauptgrund, warum sie sich für diese Uni entschied, war ihre große, aber eng verbundene jüdische Bevölkerung. Lauren ging mit ihrer jüdischen Identität immer sehr selbstbewusst um. Sie war in der jüdischen Gemeinde der Uni aktiv und hatte die vergangenen Frühlingsferien damit verbracht, im Auftrag des jüdischen Nationalfonds Bäume in Israel zu pflanzen. Lauren kannte einige ihrer Kommilitonen, einschließlich ihres Mitbewohners, bereits aus ihrer Zeit im Camp Towanda, einem Sommercamp in Pennsylvania, an dem sie seit ihrem 10. Lebensjahr teilnahm. Während einer ihrer letzten Campaufenthalte traf sie Jesse Wolf, einen etwas älteren Camper aus Long Island. Die beiden gerieten in eine Lagerromanze, die sich zu einer ernsthaften Beziehung entwickelte. Jesse studierte ebenfalls an der Indiana University Bloomington und die beiden waren zum Zeitpunkt von Laurens Verschwinden bereits 3 Jahre zusammen. Darüber hinaus traf sie damals im Camp Towanda auch verschiedene andere zukünftige IU-Studenten, die später zu Laurens Freunden wurden, als sie sich 2009 an der Uni einschrieb. Darunter war zum Beispiel auch Jason Rosenbaum. Lauren genoss ihr erstes Jahr am College. Sie war gut darin, schnell Kontakte zu knüpfen. Sie verbrachte auch viel Zeit mit ihrem Freund Jesse und die Beziehung intensivierte sich dadurch noch mehr. Einige Menschen, die Lauren nahestanden, behaupteten, dass Lauren sehr stark in der Campus-Party-Szene unterwegs war. Die University Indiana soll für seine exzessiven Partys in den USA sehr bekannt sein. Obwohl häufiger Alkoholkonsum öfter mit einem Studentenleben in Verbindung gebracht wird, war die University Indiana dafür bekannt, ein Mittelpunkt für den Konsum der Drogen Xanax und Kokain zu sein. Im September 2010 wurden Lauren und Jesse festgenommen und wegen öffentlicher Trunkenheit und illegalem Konsum angeklagt. Die Polizei beschrieb es als eine einfache Alkoholverhaftung während eines Fußballheimspiels. Sowohl Lauren als auch Jesse wurden in das Gefängnis von Monroe County eingewiesen und entlassen, sobald sie wieder nüchtern waren.
Die Anklage wurde fallen gelassen, aber das Gericht verurteilte Lauren und Jesse jeweils zur Zahlung einer Geldstrafe von 428 US-Dollar und zur Teilnahme an einem vorgerichtlichen Ablenkungsprogramm wegen verantwortungsbewussten Alkoholkonsums. Eine von Laurens Freundinnen, Amara Brenner, sagte gegenüber USA Today, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Studenten besonders wegen Alkoholkonsums verhaftet werden. In einem Interview behauptete sie, Bloomington sei, Zitat, voller Verrückter. Aber die Polizei konzentriere sich nur auf die Studenten mit Geld, die sie in Schwierigkeiten bringen und mit denen sie Geld verdienen könnten. Kapitel 1 – Der Abend des Verschwindens. An dem Abend des 2. Juni 2011, bevor sie verschwand, hatte Lauren Spira ein paar Freunde zu sich eingeladen, um sich gemeinsam ein Basketballspiel anzusehen und Wein in ihrer Wohnung zu trinken. An dem fraglichen Abend war ihr fester Freund Jesse Wolf jedoch in seiner eigenen Wohnung, als Lauren ihm eine SMS schrieb, dass sie nach dem Spiel schlafen gehe. Irgendwann ging sie stattdessen zu einer Party in Jason Rosenbaums Stadthaus, zwei Blocks entfernt. Ihr fester Freund Jesse Wolf gab an, an diesem Abend weder mit Lauren noch mit ihren Freunden ausgegangen zu sein. Er gab aber an, vor dem Schlafengehen mit Lauren Nachrichten ausgetauscht zu haben. Laut Zeugen war Lauren stark alkoholisiert. Die Polizei von Bloomington verwendete Videoüberwachungsmaterial und Zeugenaussagen, um eine Zeitachse rund um den Aufenthaltsort von Lauren vor ihrem Verschwinden zu erstellen. Freitag, 3. Juni 2011, 0.30 Uhr. Zeugen berichten, dass Lauren ihre Wohnung mit einem Freund namens David Ron verlassen hatte. Er war ein Apartment-Nachbar von ihr. Auf der Überwachungskameraaufnahme wirkt Lauren glücklich und keinesfalls bedrückt. Die beiden gingen zu Jason Rosenbaums Wohnung und trafen sich mit Corey Rossman, Rosenbaums Nachbarn, und einem weiteren Freund der Clique namens Michael Beth. Dort tranken sie weiter Alkohol und sollen angeblich Kokain geschnupft und Klonopin-Tabletten konsumiert haben. Es wurde veröffentlicht, dass Corey Rossman lange Gespräche mit Lauren führte und sexuelles Interesse an ihr hatte. David Rohn blieb nicht lange bei Jason Rosenbaum in der Wohnung. Er verließ die Wohnung schon kurze Zeit später wieder. Überwachungsaufnahmen zeigten ihn auch, wie er kurz darauf wieder in die Apartmentanlage zurückkehrte, in der er lebte. Erst in den späten Morgenstunden wurde er wieder gesehen, wie er seine Wohnung erneut verließ. 1.46 Uhr. Lauren und Corey Rossman betreten die Kilroy Sports Bar. Dort sollen sie weiter Alkohol getrunken haben. Die Frage, die sich stellt, ist, wie Lauren an die alkoholischen Getränke kam. Mit 20 war sie in diesem Bundesstaat noch nicht befugt, Alkohol zu trinken. Es könnte von einem gefälschten Personalausweis ausgegangen werden oder dass Corey Rossman ihr die Getränke bestellt hatte. 2.27 Uhr. Lauren verlässt mit Rossman die Bar. Zeugen berichten, dass Lauren bereits in der Bar von Rossman beim Laufen gestützt werden musste und schwankte. Sie ließ ihr Handy und ihre Schuhe in der Bar zurück. Ihre Schuhe hatte sie ausgezogen, als sie auf die mit Sand bedeckte Terrasse hinausging. Rossman begleitete sie zurück zu ihrem Apartmentkomplex. 2.30 Uhr. Lauren betritt mit Rossman die Smallwood Plaza Apartments, da sie dort eine Wohnung hatte. In der Wohnanlage sahen sie eine Gruppe junger Männer, von denen Quellen vermuteten, dass sie Freunde von Laurens Freund Jesse waren. Die Gruppe wirkte sichtlich besorgt hinsichtlich Laurens schwer berauschten Zustandes. Einer der Männer schlug Rossman ins Gesicht, was, wie er später behauptete, einen Großteil seiner Erinnerung an die Nacht gelöscht hatte. 2.48 Uhr. Sie nahm nach der körperlichen Auseinandersetzung mit der Gruppe eine Abkürzung durch eine Gasse, wo Lauren zweimal hinfiel und ihre Schlüssel und Handtasche fallen ließ. Nachdem die beiden den Apartmentkomplex verlassen haben, zeigen Aufnahmen, wie Rossman die deutlich betrunkene Lauren über seiner Schulter trägt. Lauren und Rossman kamen kurz darauf in seiner Wohnung an. Michael Beth,
Rosmans Mitbewohner, war zu diesem Zeitpunkt auch in der Wohnung. Rosman selbst war sehr betrunken und stolperte. Auf dem Weg ins Bett erbrach er auf einen Teppich. Beth gab an, dass er Rosman dabei behilflich war, sich zu Bett zu legen. 3.30 Uhr. Michael Beth sagte, er habe dann seinen Nachbarn Jason Rosenbaum angerufen und wollte, dass sich dieser um Lauren kümmert. Beth sagte, dass Lauren versuchte, ihn dazu zu bringen, mit weiter in ihrer eigenen Wohnung Alkohol zu trinken. Lauren ging schließlich zu Jason Rosenbaums Wohnung, wo er einen blauen Fleck unter ihrem Auge bemerkte, den sie sich vermutlich bei einem Sturz früher am Abend zugezogen hatte. Sie sagte ihm, dass sie nicht wisse, woher sie den Bluterguss habe. Zwei Anrufe wurden von Rosenbaums Handy getätigt, bevor sie gegangen ist. Rosenbaum sagte, Lauren habe beide Anrufe selbst getätigt, einen bei Rowan und einen bei einem anderen Freund. Keiner nahm ab und es wurden keine Nachrichten hinterlassen. Er sagte, dass er sie zu ihrer eigenen Sicherheit überreden wollte, bei ihm auf dem Sofa zu übernachten. Er behauptete, dass Lauren gesagt habe, dass sie in ihre eigene Wohnung zurückkehren wolle. 4.30 Uhr. Jason Rosenbaum meldet, dass Lauren die Wohnung verlassen hat. Dies stellt die letzte gemeldete Sichtung von ihr dar. Er ließ sie also gehen und das, obwohl sie weder ein Handy bei sich trug, noch Schuhe anhatte und noch sichtlich betrunken war. Er berichtete, Lauren zuletzt an der Kreuzung der 11th Street und der College Avenue gesehen zu haben. Sie wurde zuletzt barfuß gesehen, trug schwarze Leggings und ein weißes Hemd. Laut seinem Bericht ist Jason Rosenbaum damit die letzte bekannte Person, die Lauren Spearer gesehen hat, als sie an diesem Morgen um 4.30 Uhr die Straße hinauf zu ihrer eigenen Wohnung ging. Einige Stunden später an diesem Morgen schickte Jesse Wolf seiner Freundin Lauren eine SMS. Er erhielt eine Antwort von einem Angestellten der Kilroy Sports Bar. Besorgt kontaktierte Jesse Laurens Mitbewohner, um zu sehen, ob sie zu Hause war. In ihrem Schlafzimmer war sie jedoch nicht und es gab keine Anzeichen dafür, dass sie in dieser Nacht in ihrem Bett geschlafen hatte. Die Nachricht von Laurens Abwesenheit verbreitete sich schnell in ihrem sozialen Umfeld und alle sorgten sich. Um 16.30 Uhr wurde Lauren Spearer von ihrem Freund Jesse Wolf als vermisst gemeldet. Kapitel 2. Wo ist Lauren Spearer? Stunden später landeten Rob, Charlene und Laurens ältere Schwester Rebecca in Bloomington. Die erschreckende Nachricht war für sie schwer zu verarbeiten. Es war unglaublich untypisch für Lauren, einfach von der Bildfläche zu verschwinden, und sie hatten Angst, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen sein könnte. Trotzdem versammelten sie sich am Smallwood Plaza und starteten eine freiwillige Suchaktion in der Umgebung von Bloomington. Obwohl sie seit weniger als 24 Stunden vermisst wurde, begannen die Nachrichten über ihr Verschwinden landesweit zu kursieren. Jemand richtete einen anonymen Twitter-Account zur Unterstützung auf der Suche nach Lauren ein und erreichte damit in kurzer Zeit 20.000 Follower. Die Nachricht erregte sogar die Aufmerksamkeit der Prominenten und Geschäftsfrau Kim Kardashian, die durch diverse Trash-Formate bekannt ist, und sie verfasste daraufhin einen Tweet mit Laurens Bild an ihre Anhänger. Mehrere lokale Unternehmen sammelten Geld für eine mögliche Belohnung und druckten Flugblätter mit Laurens Bild aus, um sie in der Stadt aufzuhängen. Darüber hinaus organisierte die jüdische Gemeinde viele Veranstaltungen und Spendenaktionen für Lauren. Die Synagoge, die Lauren besuchte, beteiligte sich ebenfalls an der Öffentlichkeitsarbeit. Insgesamt wurde für Informationen in Laurens Fall eine saftige Belohnung von 120.000 US-Dollar ausgesetzt. Leider ergaben sich aus den umfangreichen Bemühungen keine neuen Informationen. Jason Rosenbaum, Corey Rosman, Jesse Wolf und Laurens Freund aus dem Wohnkomplex mussten in kurzer Zeit Polizeibeamten die Geschehnisse der Nacht, in der Lauren verschwand, erläutern. Daraufhin stellten sie schnell jeweils ihre eigenen Privatanwälte ein. Laurens Eltern glaubten von Anfang an, dass die Gruppe von Freunden, mit denen Lauren Spearer an diesem Abend rumhing, mehr wusste, als sie bei der Polizei aussagten.
Corey Rosman, Jay Rosenbaum, Mike Beth und Jesse Wolf gelten alle immer noch als Personen von Interesse an Lauren Spearers Verschwinden, wenn auch nicht als Verdächtige. Obwohl Jesse Wolf sagte, er sei in den frühen Morgenstunden des 3. Juni in seinem Haus gewesen, kann die Polizei sein Alibi weder beweisen noch widerlegen. Hatten seine Freunde, die Lauren und Rosman in der Nacht begegnet waren, ihn kontaktiert, weil sie betrunken und in Gesellschaft eines anderen Mannes war? Die Polizei durchsuchte Häuser und Geschäfte in der Nähe nach möglichen Aufnahmen von Überwachungskameras. Sie konnten zwar keine Aufnahmen von Lauren finden, die sie zeigten, wie sie in die College Avenue abbog, aber sie konnten zum Beispiel die Aufnahmen finden, als Rosman Lauren über seiner Schulter trug und mit ihr die Gasse durchquerte. Am wichtigsten waren die Überwachungsaufnahmen, die bestätigten, dass Lauren gegen 4.30 Uhr gegangen war und ein weißes Hemd, eine schwarze Leggings und ein goldenes Armband trug, das ihr Vater ihr geschenkt hatte. Die Polizei veröffentlichte ein Standbild aus dem Video für die Medien. Dies kursierte bereits nach kurzer Zeit über weite Landesteile der USA hinweg. Jesse Wolf beteiligte sich an ersten Suchaktionen nach Lauren, bis er von seinen Eltern davon abgehalten wurde. Seitdem ist die Kommunikation zwischen ihm und Laurens Eltern eingefroren. Obwohl Zeugen behaupteten, er habe diese Nacht in seiner Wohnung außerhalb des Campus geschlafen, konnte die Polizei seinen Bericht nicht vollständig bestätigen. Corey Rosman sagte Berichten zufolge den Ermittlern, dass er nach den Schlägen von der Gruppe in Laurens Wohnkomplex ohnmächtig geworden sei und sich an den Rest der Nacht nicht mehr erinnern könnte. Später sagte er, dass sein Anwalt und nicht er selbst diese Behauptung aufstellte. Er gab bereitwillig eine DNA-Probe ab, weigerte sich jedoch, mit den Medien über Lauren zu sprechen und drohte sogar mit rechtlichen Schritten gegen Reporter, die bei ihm zu Hause auftauchten. Ich war nicht die letzte Person bei ihr, und das ist alles, was ich sagen kann. Es tut mir leid, sagte er 2011 gegenüber Reportern. Aber ich hoffe nur, dass sie so schnell wie möglich finden, und ich bete für sie und ihre Familie. Im August 2011 führte die Polizei eine 9-tägige Suche nach Hinweisen auf das Verschwinden von Lauren Spearer auf der Sycamore Ridge Deponie in Pimento durch. Die Mülldeponie ist der Ort, an dem Müll aus Bloomington nach einem Halt an einer Umladestation transportiert wird. Das Bloomington Police Department, das Indiana University Police Department und das FBI nahmen an der Suche teil. Bis zum 24. Mai 2013 gingen bei den Ermittlern 3060 Hinweise in Bezug auf Lauren Spearers Verschwinden ein. Im April 2015 gab die Polizei von Bloomington bekannt, dass sie einen möglichen Zusammenhang zwischen Laurens Verschwinden und dem Mord an einer anderen IU-Studentin, Hannah Wilson, untersucht. Hannah Wilson verschwand am 24. April 2015, nachdem sie Kilroy Sports Bar besucht hatte. Dieselbe Bar, die auch Lauren Spearer in der Nacht ihres Verschwindens besuchte. Zuletzt wurde Hannah Wilson gesehen, wie sie vor der Bar in ein Taxi stieg und davonfuhr. Ihre Leiche wurde am nächsten Morgen in Brown County gefunden. Ein Einheimischer namens Daniel Messel wurde wegen Mordes festgenommen, nachdem sein Handy in der Nähe der Leiche entdeckt worden war. Im Juli 2015 kamen die Beamten zum Schluss, dass die beiden Fälle in keinem Zusammenhang stehen und jegliche Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen zufällig waren. Am 28. Januar 2016 untersuchte das FBI und andere Polizeibehörden ein Grundstück im Block 2900 der Old Morgantown Road in Martinsville, etwa 32 Kilometer nördlich von Bloomington. Laut einer vom FBI veröffentlichten Erklärung gingen die Ermittler Hinweisen in Morgan County bezüglich des Verschwindens von Lauren Spearer nach. Das Anwesen konnte mit einem Mann namens Justin Wagers in Verbindung gebracht werden, der dort mit seiner Mutter und seinem Stiefvater lebte. Wagers wurde verdächtig, da er sich bereits vor zahlreichen einheimischen Frauen entblößt hatte. Die Ermittler durchsuchten das Anwesen mit Leichenspürhunden. Anthropologen führten eine Ausgrabung durch und siebten Erde aus der Scheune, wo die Leichenspürhunde anschlugen, fanden aber nichts.
Die Ermittler schleppten auch einen weißen Lastwagen vom Grundstück von Wagers ab. Andere Erkenntnisse gibt es bisher noch nicht. Kapitel 3: Theorien bezüglich des Verschwindens. Es gibt verschiedene Theorien bezüglich dessen, was Lauren Spearers in jener Nacht passiert sein könnte. Laurens Eltern haben erklärt, dass sie glauben, dass ihre Tochter bereits tot ist. Aufgrund ihres Rauschzustands glaubten sie auch, dass sie in der Bar unter Drogen gesetzt worden sein könnte. Wir haben das Gefühl, dass ihr bei Kilroy's jemand etwas in ihr Getränk geschüttet haben könnte, sagte Robert Spearer. Die Familie äußerte Verdächtigung gegenüber den Männern, mit denen sie an diesem Abend zusammen war, sowie über ihren festen Freund Jesse Wolfe, da sich die Männer weigerten, sich Lügendetektortests zu unterziehen und kurz nach Laurens Verschwinden bereits Anwälte beauftragten. Die Eltern machten zwar keine konkreten Vorwürfe, glauben aber, dass die Männer mehr wissen, als sie der Polizei bisher gesagt haben. Die Männer antworteten auf die Verdächtigung, indem sie sagten, dass sie sich privat verwalteter Lügendetektoren sowie einem Lügendetektor vom FBI unterzogen hätten. Und da sie der Polizei von Bloomington nicht vertrauten, hätten sie schnell Anwälte beauftragt. Rosenbaum und Wolf behaupteten, sie hätten die unabhängigen Tests der Lügendetektoren bestanden, aber die Ergebnisse wurden nie veröffentlicht. Neben der Vermutung, dass eine Person, die mit ihr in dieser Nacht unterwegs war, ihr etwas angetan haben könnte, existiert weiterhin die Vermutung, dass es ein leichtes für einen Fremden gewesen wäre, Lauren in so einem berauschten Zustand einfach in sein Auto zu ziehen. Kapitel 4: Eine versehentliche Überdosierung. In Bezug auf Laurens schweren Rauschzustand sagte Rosenbaum den Ermittlern, dass Lauren in der Nacht vor ihrem Verschwinden Alkohol konsumiert habe, Kokain geschnupft habe und Klonopin-Tabletten konsumiert habe. Ihre seltene Herzerkrankung, das Long-QT-Syndrom, erhöhte die Gefahr des Drogenkonsums erheblich. Die Polizei ging auf Gerüchte ein, wonach Lauren möglicherweise eine Überdosis genommen und ihre Begleiter ihre Leiche versteckt haben könnten, um einer strafrechtlichen Anklage zu entgehen. Einem Jahr 2016 erhaltener Hinweis, der an die Polizei gerichtet war, schien die Möglichkeit dieser Theorie begründen zu können, aber weitere Untersuchungen in dieser Angelegenheit haben keine konkreten Beweise erbracht. Bo Dietl, ein von der Familie Spearer beauftragter Privatdetektiv, bezweifelt, dass eine tödliche Drogenüberdosis Motiv genug sein könnte, um ihren Tod zu verschleiern. Er zitierte die Prävalenz von Drogenmissbrauch auf dem Universitätscampus. Jedes Kind kauft Gras, Kokain, Alkohol, Pillen, sagte er. Ich meine, das gibt es überall. Das kann also wirklich nicht das Motiv dahinter sein. Wolfs Mutter behauptete, Lauren sei bereits in der Vergangenheit wegen Drogenkonsums aufgefordert worden sein, das Sommercamp zu verlassen, in dem sie vor Jahren ihren Sohn und Rosenbaum kennengelernt hatte. Dieses arme kleine Mädchen ist wegen ihres Drogenmissbrauchs heute nicht bei uns, sagte sie weiter. In einem Interview mit The Journal News bezeichnete Nadine Wolf Charlene und Rob Spearer als Lügner und drückte ihr mangelndes Vertrauen in die Polizeibehörde von Bloomington aus. Nadine sagte weiter, Lauren hat Drogen bis zu dem Punkt missbraucht, an dem sie ohnmächtig wurde. Jesse hat immer gedroht, es ihren Eltern zu sagen, und sie sagte, wenn du das tust, werde ich mit dir Schluss machen. Als Lauren verschwand, sagte Nadine, Jesse fühle sich, als hätte er die Liebe seines Lebens verloren und befinde sich seit Jahren in intensiver Therapie. Sie beendete das Interview mit einer Verteidigung von Jesse und einigen ominösen Worten für Lauren. Wenn Jesse an irgendetwas schuldig ist, dann daran, dass er sich um Lauren gekümmert hat, die einige ernsthafte Drogenprobleme hatte. Mein Sohn hat sich 2 Jahre lang um sie gekümmert, während sie auf dem College war. Die eine Nacht, in der sie ohne ihn ausging und tat, was sie tat, kostete sie leider das Leben. Wie bereits erwähnt, wurde Lauren am 2. September 2010, 9 Monate vor ihrem Verschwinden, wegen öffentlicher Trunkenheit und illegalem Konsum festgenommen. Nach ihrem Verschwinden fand die Polizei in ihrem Zimmer eine kleine Menge Kokain.
Laurens Mutter sagte: Ich glaube nicht, dass Lauren in dieser Nacht kluge Entscheidungen getroffen hat. Aber Leute verschwinden nicht einfach so, von alleine. Hierbei muss erwähnt werden, dass eine Person, die bestimmte Substanzen überdosiert, meist nicht einfach vom Erdboden verschluckt werden kann. Wohin kann eine so betrunkene und berauschte Frau in so einem Zustand noch hingegangen sein? Wie weit kann man in diesem Zustand überhaupt alleine als Person kommen? Kapitel 5: Die fremde Entführung. Die Polizei hat auch eingeräumt, dass sie andere Möglichkeiten, wie etwa eine Entführung durch einen Fremden, nicht ausgeschlossen hat. Laurens Eltern haben zuvor erklärt, dass sie nicht glauben, dass es sich bei ihrem Verschwinden um eine zufällige Entführung handelt. Kapitel 6: Die richterliche abgewiesene Mitschuld der Männer an Laurens Verschwinden. Lauren Spearers Eltern reichten Zivilklagen gegen Rosamond Rosenbaum und Beth wegen Beteiligung am Verschwinden ihrer Tochter ein. Die Eltern werfen den Angeklagten Fahrlässigkeit vor. Sie hätten Lauren, die bereits sichtbar alkoholisiert war, weiterhin mit Alkohol versorgt und die sichere Rückkehr in ihre Wohnung versäumt, was wahrscheinlich zu ihrem Tod geführt haben könnte. Die Familie erklärte, sie hoffe, dass die Anklage dazu führen könnte, dass die Angeklagten mehr Informationen darüber herausgeben, was in der Nacht von Laurens Verschwinden passiert sei. Ich glaube wirklich nicht, dass es eine rein zufällige Entführung war. Ich denke, dass jemand, den Lauren kannte, für die Ereignisse an diesem Abend verantwortlich war, sagte Laurens Mutter. Im Jahr 2013 wies die Bundesrichterin Tanya Walton-Brett die Anklage gegen Beth ab, nachdem sie festgestellt hatte, dass er keine Fürsorgepflicht für Lauren Spearer hatte. Im Jahr 2014 wurde die Klage gegen die beiden anderen Männer zurückgewiesen und festgestellt, dass es unmöglich sei, ohne Beweise festzustellen, was mit Lauren Spearer geschehen ist. Ihre Eltern legten Berufung ein. Aber das Urteil wurde 2015 von einem Bundesberufungsgericht bestätigt. Die Anwälte der Männer haben erklärt, dass ihre Mandanten uneingeschränkt mit der Polizei und den von der Familie Spearer beauftragten Privatdetektiven kooperiert haben und dass alle von ihnen private Lügendetektoren bestanden haben. Sie wurden interviewt und interviewt und interviewt. Und zu sagen, dass sie weniger als entgegenkommend waren, ist einfach nicht korrekt, sagte Chapman, der Beth und Ron vertritt. Bis heute ist keiner der Angeklagten als Verdächtiger im Zusammenhang mit Lauren Spearers Verschwinden benannt worden. Kapitel 7: Der aktuelle Stand im Fall Lauren Spearer. In den Jahren nach Laurens Verschwinden führten Polizei und Freiwillige viele Suchen nach Lauren durch. Tauchteams haben in den Gewässern des Lakes Monroe und anderen nahegelegenen Gewässern nach ihr gesucht. Andere Sucher durchkämmten mehrmals die umliegenden Waldgebiete. Auch lokale Sexualstraftäter wurden auf eine mögliche Beteiligung an Laurens Verschwinden in Betracht gezogen. Bis heute ist die Polizei von Bloomington hunderten von Hinweisen nachgegangen. Seit Laurens Verschwinden sind mittlerweile 11 Jahre vergangen. In einem Interview mit den lokalen Nachrichten stellte die Polizei klar, dass Laurens Fall kein Cold Case ist. Innerhalb der letzten 3 Jahre erhielten sie über 800 zusätzliche Hinweise, von denen 100 Folgemaßnahmen erforderten und über 10 Durchsuchungsbefehle, die vollstreckt wurden. Dennoch blieben die Fortschritte in Laurens Fall geheim und der Fall ist bis heute ungelöst. Vielleicht ist ein schrecklicher Unfall passiert und damit können wir umgehen, sagte Charlene, die Mutter von Lauren Spearer, auf einer Pressekonferenz. Womit wir nicht umgehen können, ist das, was wir nicht wissen. Die intensive Berichterstattung in der Presse über das Verschwinden wurde als Beispiel für das Syndrom der vermissten weißen Frau bezeichnet, ein Phänomen, bei dem die Nachrichtenmedien überproportional über Fälle von vermissten Personen berichten, in die junge weiße Frauen aus der oberen Mittelklasse verwickelt sind.
The Indiana Daily Student, die Studentenzeitung der Indiana University, veröffentlichte eine Geschichte, die die Diskrepanz zwischen ihrer eigenen Berichterstattung über Lauren Spiros Verschwinden und ihrer Berichterstattung über ein anderes lokales Verschwinden dokumentierte. Crystal Krupp, 29, die ebenfalls weiß war, aber aus einer Arbeiterfamilie stammte und Vorstrafen hatte. Nach Krupps Verschwinden im Jahr 2010 veröffentlichte die Zeitung Daily Student insgesamt 7 Artikel über den Fall von Krupps, verglichen mit mehreren Artikeln auf der Titelseite und dem umfassenden nationalen Bewusstsein für den Fall Spira.